Hallo bei der Wandimkerei Kolbe. Ich habe ja gesagt, dass wir uns jetzt nach und nach auch mal die Drohnenvölker angucken. Hier haben wir zum Beispiel ein potenzielles Drohnenvolk von der 387, was auf Wipra stehen wird mit hoher Wahrscheinlichkeit. Kannst du langsam ankommen? Hier sehen wir, die sitzen auch wirklich schön. Wir haben auch dieses Jahr, achten wir ein bisschen drauf, dass wir eine Wabenpflege machen, also Wirbaupflege. Die haben wir jetzt vor 14 Tagen, 3 Wochen, haben wir die schon wirklich schön geputzt, dass man eben auch eine Aussagekraft hat. Und man sieht, sie lässt es eigentlich wirklich schön sauber. Mal sehen, wie es aussieht, wenn sie jetzt ein bisschen Druck von der Wetterseite her mal kriegt. Und wir gucken sie uns einfach mal an. Ja, wie gesagt, die Bienen hängen auch schon schön hinterm Schied, haben da auch schon ein bisschen Futter hingetragen, so dass sie eigentlich noch gut versorgt sind. Aber wie gesagt, es muss langsam mal warm werden, damit die Bienen ja auch ausreichend pollen. Eine sehr ruhige Biene. Ja, eben dadurch, dass es eine Kriechin ist, ist sie eben nicht so sehr gelb. Sie hat auch ihre gelben Ringe. Aber ist eben nicht so hellgelb, wie es manche eben von der Backfassbiene erwarten. Aber das ist eben auch, wir wollen ja auch ein bisschen breite Genetik erhalten. Wie gesagt, hier hat man jetzt schon die ersten Drohnenecken. Ich sage mal, in einer Woche werden die auch schlüpfen. Und dann noch ein paar Tage drauf werde ich dann auch mit der ersten Königinzucht beginnen. Und wenn dann die ersten Königinnen kommen, gehen die Drohnenvölker dann auch schon auf die Belegstelle. Somit muss ich die Drohnen auch nicht so lange sperren. Und dann, ja, hier sieht man super Brutanlage. Hier ist alles geschlüpft. Ist schon wieder neu bestiftet. Auch hier habe ich nochmal einen Drohnenrahmen, der auch schon gut bestiftet ist. Wie gesagt, bei den Völkern habe ich es jetzt ein bisschen auch erzwungen. Habe jetzt auch Drohnenrahmen schon so ein bisschen reingegeben, dass wir eben relativ zeitig die Drohnen haben, dass die gut versorgt sind. Und ja, auch hier super Brutnestanlage, wie ich es gestern schon erklärt habe, hier schön die Jungbienen geschlüpft, hier die Brutgrenze bis raus gedrückt, also der Druck ist auch da. Gucken wir mal, ob wir die Königin noch finden. Man sieht jetzt auch viele, viele Jungbienen. Und sie brütet eben auch wirklich schön in der Fläche. Das sehen sie gar nicht. Hier hat sie eine Jungwabe, da fängt sie auch schon an mit Stiften. Ja. Ansonsten auch hier, das ist eine 10er-Beute. Wir haben immer noch die 10er und die 12er. Weil man sich immer von den alten nicht so richtig trennen kann. Und im 10er teile ich es eben dann so ein, dann habe ich hier auch immer eine Außenwabe, die mit Futter gefüllt ist, dass ich eben auch den Volksblock ein bisschen, den Brutblock ein bisschen in die Mitte kriege. Dann habe ich hier mein Thermosheet, auch meine 6 bis 7 Waben. Dann kommt hier das Thermosheet und dann die 2 Futterwaben bzw. Mittelwände, je nachdem. Und so sind dann bei mir die meisten 10er aufgebaut. Okay, das war's. Bis später. Tschüss.